Hallo Teilenfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wer meinen YouTube-Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass wir in unserem Garten einen kleinen Fischteich haben, einen Naturteich, den seht ihr direkt hinter mir. Ja, würden wir mit dem Wissen von heute uns wieder so einen Naturteich anlegen oder doch lieber einen Folienteich? Was sind denn da die Vorteile bzw. logischerweise auch die Nachteile eines Naturteiches? Außerdem möchte ich euch noch ein paar Tipps und Erfahrungswerte weitergeben rund um den Fischteich. Also was soll man da für Pflanzen einsetzen? Soll man Fische einsetzen oder nicht? Um dies und vieles mehr geht es in diesem Video. Bleibt unbedingt dran! Der Grund für dieses Video ist der, dass ich euch meine Erfahrungen in den letzten Jahren gerne weitergeben würde. Natürlich, dass ich euch Tipps geben kann, dass ihr nicht dieselben Fehler macht, wie ich gemacht habe. Als Anfänger, was so einen Fischteich anbelangt, da kann man ja sehr viele Fehler machen. Obschon wir in der Schweiz auch einen kleinen Teich hatten, also einen Mini-Teich, Durchmesser 2 Meter, mit Filteranlage, UV-Licht und alles, was man da braucht, Teichsauger, also wirklich so quasi Hightech-mäßig ausgerüstet. Das Wasser war glasklar, also da hätte man auch Koi-Fische einsetzen können. Und jetzt hier in Thailand schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Ich muss dazu noch sagen, in der Schweiz hatten wir einen Folienteich gehabt, aber jetzt hier in Thailand haben wir uns bewusst dafür entschieden, auf das zu verzichten und stattdessen auf einen Naturteich zu setzen. Das ist eigentlich das, wo meine Nachbarn oder sehr viele Thais in unserer Region immer so machen. Bagger bestellen, Loch ausheben, Wasser rein, Fische rein, fertig. Ob das wirklich eine gute Idee ist, möchte ich gerne mit euch in diesem Video besprechen. Ja, damit ihr nicht die ganze Zeit mein Gesicht anschauen müsst, möchte ich euch natürlich den Hauptdarsteller präsentieren, unseren Fischteich. Klein, aber fein. Für all jene, welche es noch nicht wissen, der Teich hat eine Länge von 12 Meter, ist 6 Meter breit und 2 Meter tief. Logischerweise kann ich euch in diesem Video auch was Neues präsentieren. Nicht, dass all jene, welche meinen Kanal schon etwas länger verfolgen, sich denken, oh nein, jetzt kommt schon wieder so ein Fischteich-Video, da gibt es ja bereits einige davon. Ja, wenn ihr vielleicht anfangs Video gesehen habt, hier diese beiden schwarzen Tücher oder Netze, welche ich da über den Fischteich gespannt habe. Also noch nicht ganz komplett, ich habe da ein bisschen natürlich noch offen gelassen, dass doch noch ein bisschen Sonnenlicht reinkommt. Ja, es hat einen guten Grund, dass ich diese Tücher hier verwendet habe. Es geht jetzt nicht darum, dass die Fische keinen Sonnenbrand bekommen, sondern es geht vielmehr um die Algen, im Speziellen um die Fadenalgen. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt sehen könnt. Zurzeit sind die alle auf dem Grund unten. Das heißt natürlich, nach einer gewissen Zeit treiben die nach oben. Und dann, ja, das Einzige, was man da machen kann mit dem Kescher, dann einfach in mühsamer Kleinstarbeit das ganze Zeugs rauszunehmen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, kauf dir einen anständigen Poolsauger, dann kannst du das ganze Zeugs hier raussaugen und dann ist, sieht man ein bisschen Grund, beziehungsweise sieht man jetzt schon, aber dann ist der Grund natürlich frei von Algen. Aber ich möchte es mal noch so belassen, denn ich habe gesehen, ist natürlich auch für die Fische, vor allem für die kleineren Fische, was Tolles, wenn sie sich da in den Algen drin noch ein bisschen verstecken können. Denn auch hier bei uns gibt es natürlich Fischreiher und andere Vögel, welche zu gerne diese Fische essen. Aber das jetzt mit diesem Schattenspender ist eine gute Sache oder soll eine gute Sache sein. Denn wenn man so sich ein bisschen YouTubes anschaut oder YouTube-Videos anschaut bezüglich Fischteich, dann heißt es immer, man soll eigentlich schauen, dass man genügend Schattenplätze vorhanden hat. Also bevor man überhaupt so einen Fischteich baut, soll man natürlich noch ein bisschen den Standort zuerst anschauen. Wo eignet sich das, wo eignet sich das weniger? Das haben wir hier natürlich nicht gemacht. Wir haben damals Bagger bestellt, gesagt, ja, hier Mitte Grundstück passt schon. Und da können wir rundherum ein paar Bäume pflanzen. Das haben wir auch gemacht, wie ihr sehen könnt, da mit den Kokospalmen und Pomelos und dann hat es weiter hinten noch Mangobäume etc. Aber es war natürlich nicht genug und ja, eben gerade bei den Mangobäumen, wenn man einfach wartet, bis die Äste über den Teich ragen, ist das auch eben nicht die perfekte Lösung, denn da fliegt natürlich sehr viel Laub in den Teich rein und das schadet dem Wasser auch wieder. Deswegen die beste Lösung, so eine Überdachung zu machen. Und das ist bereits jetzt mein erster Tipp an euch, wenn ihr euch so einen Teich anlegt. Schaut bitte von Anfang an, dass ihr genügend Schatten über dem Teich habt und sonst eine Überdachung bauen. Die einfachste und günstigste Lösung mit solchen schwarzen Netzen.
Ja, an dieser Stelle interessiert euch sicher, was wir denn da für Wasserpflanzen verwendet haben. Welche Pflanzen eignen sich besonders gut? Welche Pflanzen sollte man eher nicht einsetzen? Das sind reine Erfahrungswerte von uns. Das möchte ich euch jetzt gleich zeigen. Und deswegen ab in den Fischteich. So, ab geht's in den Teich. Ich hoffe, dass das Wasser nicht allzu kühl ist. Angenehm warm. Und so ein bisschen glitschig hier. Nicht, dass ich mich gleich hinlege. Ja, hier könnt ihr bereits die ersten Wasserpflanzen sehen, welche wir da im Teich verwenden. Und nach so vielen Jahren Erfahrung mit dem Fischteich kann ich euch sagen, diese Wasserhyazinthen eigentlich eine perfekte Wasserpflanze. Der große Nachteil bei diesen Wasserhyazinthen ist, dass sie sich sehr stark vermehren. Das ist mittlerweile thailandweit ein sehr großes Problem bei den Flüssen. Ich kann euch da demnächst mal ein Video präsentieren, wenn ich da in Chainat beim Staudamm filme. Da seht ihr, dass quasi die ganzen Rechen des Staudamms voll von diesen Wasserhyazinthen sind. Aber wenn man es hier so im kleinen Rahmen in seinen Fischteich reinsetzt, kein Problem. Denn sie haben auch einen großen Vorteil, diese Pflanzen. Sie haben ja keine Wurzeln, welche da jetzt mit dem Erdreich verbunden sind. Das heißt, da kann man die Pflanzen einfach wieder rausnehmen, wenn es zu viel wird. Das habe ich vor ein paar Tagen gemacht und sie dann außerhalb des Teichs mal hier hingelegt. Jetzt warte ich einfach noch ab, bis die Pflanzen völlig ausgetrocknet sind. Dann wird das Ganze ein bisschen zerkleinert und nachher eignet sich das wunderbar als Dünger. Kann man problemlos bei den Bäumen hinlegen. Wirklich eine sehr gute Sache. Ja, mit meiner Erfahrung in den letzten Jahren gibt es eine Pflanze, welche ich euch jetzt da weniger empfehlen kann, obwohl sie sehr schön ist oder sehr viele Leute sie lieben. Zum einen die Seerosen, dann aber auch Lotusblüte. Schaut natürlich wunderschön aus in so einem Fischteich, aber trotzdem kann ich es euch nicht empfehlen, denn auch das Zeug vermehrt sich rasant. Und das Problem ist ja, dass man die Seerosen wie auch die Lotusblüten im Erdreich einsetzt. Das heißt, dass diese Wurzelknolle, die wächst dann sehr rasch und eben das Zeug wächst dann wie Unkraut. Und wenn man dann denkt, ja, die Seerose, die gefällt mir jetzt nicht mehr oder ich habe da viel zu viel im Teich und anfängt, das rauszuziehen, ich kann jetzt schon versprechen, viel Spaß damit. Meistens bricht dann der Stängel ab und die Wurzel bleibt logischerweise noch im Erdreich drinnen, denn sie hat sich so fest verankert, dass es fast nicht möglich ist, die rauszunehmen. Also die muss man schon fast mühsam ausgraben. Das ist dann sehr schwierig meistens. Da müsste man beim Teich ja komplett das Wasser entfernen, dass man da diese Knollen rausnimmt. Das haben wir vor ein paar Jahren mal gemacht und dann wirklich in mühsamer Kleinstarbeit diese Wurzelknollen entfernt und gedacht, so super, jetzt haben wir es geschafft, keine Seerosen mehr drinnen, Wasser aufgefüllt. Was ist natürlich nach ein paar Wochen oder Monaten passiert, wieder komplett zu der Teich mit diesen Seerosen. Jetzt wäre natürlich jetzt an dieser Stelle nicht darauf verzichten möchte, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man die Seerosen in so Blumentöpfe reingibt, so natürlich mit einem speziellen Granulat, jetzt nicht Erde, die würde es ja gleich wieder rausschwemmen. Und dann kann man solche Töpfe jetzt hier im Teich versenken quasi. Und wenn das Ganze mal zu viel wird, kann man ja den Topf wieder versuchen rauszunehmen. Aber wir haben uns gesagt, ja, Blumen im Teich ist sehr schön, muss es jetzt nicht unbedingt sein. Ich zeige jetzt nachher noch gleich mal nochmal unseren Teich und da könnt ihr sehen, obwohl wir jetzt vor ein paar Tagen wieder die Seerosen entfernt haben, kommen bereits wieder neue raus, denn ja, alle haben ja nicht geschafft zum Entfernen. Ist auch kein Problem, wir lassen das jetzt so und so haben wir doch noch ein paar Seerosen, aber nicht mehr den ganzen Teich voll von diesen Pflanzen. Ja, wer selbst einen Gartenteich hat und sich damit ein wenig auskennt, der weiß ja, das A und O eines Teiches sind natürlich die Wasserpflanzen. Möglichst viele Wasserpflanzen einsetzen, welche natürlich auch das Wasser reinigen und natürlich dann auch gut sind für die ganzen Insekten, Frösche und andere Tiere. Können sie sich dann noch ein bisschen verstecken. Jetzt hier im Moment bei uns können sich die Frösche nicht allzu gut verstecken, denn vor ein paar Tagen wurde hier nochmal das Gras geschnitten. Das hat der Olaf dieses Mal nicht selbst gemacht, nicht, dass ich mir da wieder den Finger schneide. Eine Kollegin von der Frau hat gesagt, nein, sie würde das machen. Sie ist Reisbäuerin und weiß, wie man mit einer Sichel umgehen muss. Aber das lassen wir jetzt mal auf der Seite, dieses Thema. Ja, hier sehen wir eine sehr dankbare Wasserpflanze. Die ist nicht nur wunderschön, also jetzt im Moment noch nicht. Und zwar nach einer gewissen Zeit hat sie so wunderschöne gelbe Blüten dran. Das ist auch wirklich ein Hingucker fürs Auge. Und der große Vorteil ist natürlich, bei den meisten Pflanzen in Thailand sollte es immer so sein, dass man die auch essen kann. Sonst in den Augen vieler Thais macht das Ganze gar keinen Sinn, wenn man die nicht essen kann. Und so kann man auch diese Blüten essen, wenn sie noch sehr jung sind.
Das haben wir jetzt hier rund um den Teich gesetzt bzw. angefangen zu setzen. Hier noch dieses spezielle Schilf oder Gras, das heißt auf Thailändisch Phag. Den deutschen Namen werde ich euch natürlich einblenden. Sehr robustes Gras und hat auch den großen Vorteil, dass natürlich damit verhindert wird oder teilweise verhindert wird, dass bei starken Regenschauern der Uferbereich hier abrutscht, denn es ist wirklich so wie ein kleiner Schutzwall das Ganze. Und eben hier drinnen hat es natürlich auch immer wieder Frösche, Kröten, manchmal auch eine Wasserschlange, welche sich hier drinnen versteckt. Und das ist natürlich eine gute Sache. Ja, auch wenn wir einen Naturteich haben, ohne jetzt irgendwelche Filteranlagen oder Pumpen, das Wasser sehr sauber. Kann so hier mal im Uferbereich zeigen. Hier hat sogar ein Schlangenkopffisch, welcher sich da ein bisschen im Wasser sonnt. Ich hoffe mal, dass er nicht weggeht, wenn ich da am Filmen bin. Kann er leider nicht näher ranzoomen. Also ich muss mit der Kamera wirklich fast ins Wasser gehen. Vielleicht seht ihr was. Ich sehe nichts. Ja, logischerweise wäre es schön, wenn der ganze Teich so hellbraun wäre, also dass man einfach diesen lehmigen, sandigen Boden sehen würde und nicht diese abgestorbenen Algen. Das ist das Dunkle, was ihr seht. Aber wie ich bereits anfangs wieder gesagt habe, wäre das ein bisschen schwierig. Also da müssen wir wirklich den ganzen Teich quasi regelmäßig Grund absaugen. Und das möchten wir eigentlich auch nicht machen. Es ist auch nicht so besonders toll, wenn man sowas machen würde, denn man würde sehr viel Pflanzen und natürlich Tiere einsaugen. Wir haben auch sehr viele Jungfische hier im Wasser. Und ja, ich habe es ja bereits erwähnt, die Fische müssen sich auch irgendwo verstecken können. Und wenn es da unten noch ein bisschen Algenteppich hat, ist das noch eine gute Sache. Man muss halt einfach schauen, dass die Algen nicht überhand nehmen. Deswegen praktisch jeder zweite Tag gehe ich hier in den Teich rein und fische mit dem Kescher die abgestorbenen Algen ab. Wir haben das Problem, mit den Fadenalgen besser in den Griff zu bekommen. Haben wir angefangen, Sumpfdeckelschnecken in den Teich einzusetzen. Das sollte eine gute Lösung sein, da die ja gerne diese Algen fressen. Es gibt aber noch eine bessere Schneckenart quasi, wo sie auch besser geeignet sind. Das sind so Riesenschnecken, wo man dann auch in den Teich einsetzen kann. Im Moment schauen wir immer noch, wo wir solche Schnecken bekommen. Ich weiß, dass es sehr viele Thailänder gibt, welche die Schnecken züchten. Das ist wirklich große Brummer, kann man da sagen. Und so eine große Schnecke kann da wahrscheinlich ein bisschen mehr Algen vertilgen als so eine kleine Sumpfdeckelschnecke. Schauen wir mal, dass wir da irgendwo was finden und vielleicht sogar solche züchten können. Ja, dann könnte man die auch noch essen oder auf dem Markt verkaufen. Ja, vielleicht könnt ihr es sehen. Das ist noch ein Fischschwarm von lauter kleinen Fischen. So wie es ausschaut, sind das Babyschlangenkopffische. Die sind sehr neugierig, die kommen zu mir. Das ist noch witzig. Na? So ein bisschen wachsen. Ja, zum Thema Fische kann ich sagen, dass wir in diesem Teich keinen einzigen Fisch gekauft haben. Wir hatten ja, kann man sagen, Glück im Unglück beim letzten kleineren Hochwasser 2022. Da haben sich ja jede Menge Fische auf unser Grundstück verirrt. Die habe ich dann alle eingesammelt, logischerweise. Vor allem zu diesem Zeitpunkt, als das Wasser zurückging, da lagen die teilweise wirklich halt im Rasen rum. Und ich glaube, ich konnte da die meisten retten, habe die da einfach in den Teich reingegeben, ohne teilweise zu wissen, was denn das für Fische sind. Das Resultat ist, dass wir da natürlich einen bunten Mix haben von Raubfischen und anderen Fischen. Jetzt jeder, der ein bisschen was versteht von den Fischarten, der weiß, dass das nicht die beste Lösung ist. Das heißt, ja, kann auch sagen, die Fische schauen selbst, dass sie das Ganze regulieren können, dass da die Raubfische die anderen Fische fressen. Wir haben jetzt hier Schlangenkopffische, das sind die Babys davon. Ich hätte euch gerne noch einen großen Schlangenkopffisch gezeigt. Dann haben wir die zwei Riesenguramis im Teich, die haben wir von der Freundin von meiner Frau geschenkt bekommen. Denen geht es auch wunderbar. Dann haben wir noch eine, leider nur eine, große Silberbarbe und noch ein paar andere Fischarten. Das werde ich euch unten einblenden, was wir da alles für Fische haben. Und ich finde es einfach was Schönes, wenn man da jetzt so ein paar Fische im Teich hat. Also im Teich hier angle ich jetzt nicht, das ist mir ein bisschen zu einfach. Also gehe ich lieber in den Fluss zum Angeln.
Ja, apropos Angeln, das habe ich jetzt wirklich seit mehr als einem Jahr nicht mehr gemacht. Und ich verspreche euch, ich werde in den nächsten Tagen meinen Angelplatz, meinen privaten Angelplatz, mal von dem ganzen Unkraut befreien und dann wieder mal angeln gehen. Ich hoffe, dass euch dieses Video von unserem Fischteich gefallen hat, dass ihr da vielleicht einige Sachen übernehmen könnt oder vielleicht dankbar sogar seid um gewisse Tipps von mir. Vor allem für all jene, welche erst demnächst nach Thailand auswandern oder erst jetzt so einen Teich anlegen möchten, dann kann das für die einen oder anderen sehr hilfreich sein, denke ich mir mal. Und wahrscheinlich die Meinung ist bei den meisten gemacht, ob man sich jetzt dazu entscheidet, einen Naturteich zu nehmen oder lieber einen Folienteich, hat ja beides Vor- und Nachteile. Das habe ich jetzt vorher noch vergessen zu sagen. Wenn man natürlich da Fische einsetzt, je nachdem welche Fischart, zum Beispiel gerade die Schlangenkopffische, die mögen es natürlich, sich da richtig im Dreck einzugraben. Das sieht man auch sehr gut daran, wenn man mal den Teich das Wasser ablässt oder rauspumpt und man die Fische einsammelt und denkt, so, jetzt haben wir alle rausgenommen. Das ist dann nicht der Fall, denn diese Schlangenkopffische können sich da sehr gut in das Erdreich reingraben und dort auch problemlos tagelang drin bleiben, ohne dass sie jetzt sterben. Der Schlangenkopffisch kann ja auch an Land kommen und sich da auf dem Grundstück bewegen. Das haben sie auch schon ein paar Mal versucht. Also ich denke, das ist einfach der Instinkt der Fische, dass der Fisch gedacht hat, Moment, dieser Teich ist nicht mein Zuhause. Ich möchte da gerne in den Fluss gehen und der Fluss ist ja knapp 100 Meter von hier entfernt. Und wir haben wirklich schon vorne, fast bei der Straße vorne, schon Fische von uns einsammeln müssen. Es kam jetzt selten vor, ich glaube mittlerweile gefällt es Ihnen bei uns sehr gut. Ja, an dieser Stelle wie immer, damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert doch bitte meinen Kanal. Bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.